Something dark that I like, but I can't quite put my pinky on it. Er wird heute im Mittelpunkt des Interesses stehen, denn in den letzten drei Spielen konnte er 4 Tore machen. Trifft er heute auch wieder? Wir zeigen es Ihnen live bei EA Sports. Hallo liebe Fußballfans, schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie zum heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß, zusammen mit Frank Buschmann werde ich das Ganze für Sie zu Hause kommentieren. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Dynamo Dresden gegen Eintracht Frankfurt. Das wird mit Sicherheit ein spannendes Spiel. Die Chance! Oh, wie hat er den denn noch gehalten? Riesenszene, das war eine richtig gute Möglichkeit. Ja, die erste Ecke ist es für den Außenseiter. Viele werden sie wahrscheinlich heute nicht bekommen. Sieht gefährlich aus. Becker. Auf Außen ist Platz. Guter Pass, das könnte Chance werden. Er zieht ab. Frühes Tor, immer wichtig. So hatten sie sich das vorgestellt. Ein perfekter Start in diese Begegnung. Kurze Distanz, da steht er goldrichtig und das ist dann kein Problem. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Das gibt einen Einwurf. So. Borre. Die Gelegenheit, um zu flanken. Guerrero. Die Chance jetzt. Und jetzt der Schuss. Super Volley. Das war natürlich wirklich ein tolles Ding. 1-1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. So. Sieht vielversprechend aus. Ball geht direkt wieder zurück. Läuft der Ball sehr gut. Da grätscht er rein und der Schnee macht ihm überhaupt nichts aus. Keeper muss aufpassen. Es tut sich was im Borussia Park. Es ist ein Tor gefallen. Ich gehe rüber ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für Mönchengladbach. Der Torschütze war Markus Thüram. Das war ein super Kopfball. Das macht er richtig stark. Neuer Spielstand damit 1-0. 17 Minuten sind hier gespielt. Vielen Dank für diese Infos. Da kommt die Hereingabe. Jetzt die Gelegenheit. Was für ein Tor. Absolutes Traumtor. Was für ein Seitfallzieher. Tor im 1 gegen 1. Wunderbar gelöst. Sehen wir hier nochmal in der Wiederholung. Eiskalt, nervenstark. Und so ein Tor, das ist gar nicht mal so leicht. Jetzt steht es hier 2-1. Eine enge Kiste. Ah, das war zulässig. Klar, Freistoß gibt's und vielleicht noch mehr. So wird das nichts mit dem Tor. Der Torhüter ist da. Evan Dika. Borre. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Guter Steilpass hier, macht er gut. Und Tor! Alles wieder offen!
Unwiderstehlich drischt er den Ball hier ins Tor. Ein Strahl. Also dafür brauchst du schon eine ordentliche Schusstechnik. Alles wieder offen hier. 2-2. So. Borre. Jetzt können sie über außen kommen. Und sie machen nichts aus der Chance. Ball ist weg. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. Er entscheidet auf Freistoß. Jetzt vielleicht die Flanke. Er lässt weiterlaufen. Klasse. Durch den Vorteil gerät das Spiel nicht in Stocken. Dominic Kohr. Elfmeter, ganz klar. Er gibt den Elfer, aber keine Karte. Ja, das sieht man selten. Scheiße. Gut gemacht, er kann hier verwandeln. Den Elfer macht er sicher rein. Er ist eben abgezockt. Der Druck macht ihm gar nichts aus. 5 Treffer haben wir gesehen. Es steht 3-2. Das ist ein enges Spiel. Ja, sehr dribbelstark. Macht das richtig gut. Sie können den Ball abfangen. Chor. Guerrero. Klasse Pass. Gut verteidigt. Die Hereingabe abgeblockt. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Jetzt gibt's Abstoß. Sehr gut aufgepasst. So. Sehr effektives Passspiel hier. Gefährlich, der Steilpass. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Wir gehen in die Pause. Nach dem ersten Durchgang sind die... Anpfiff zur zweiten Hälfte. Sie haben da Platz auf dem Flügel. Zieht ab. Schön abgeblockt. Sie können den Ball jetzt reinbringen. Da wäre Platz für einen Konter. Es wurde viel darüber spekuliert, ob er wechseln wird, aber diese Spekulationen sind beendet. Der Wechsel steht fest. Dem steht eine tolle Zukunft bevor. Das sehen alle Experten so. Kannst du fragen, wen du willst. Das wird ein Star. Frankfurt mit schönen Pässen jetzt. Jetzt kann die Hereingabe kommen. Gute Aktion. Boré. Oh, da können Sie sich bei ihm bedanken. Was für ein Hechtsprung. Da zeigt er sein ganzes Können. Oh, das war gefährlich. Keine Frage. Aber er muss aufpassen bei dieser Ecke. Fällt das Tor doch noch? Das ist natürlich ärgerlich. Wäre hier eine gute Chance gewesen. Klasse, wie er den hält, wie er das Tor verhindert. Stark gemacht. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Chor. Wird's jetzt gefährlich. Aber der Ball ist jetzt erstmal weg. Was macht er draus?
Jetzt die Flanke. Was für ein Tor! Wunderbar, wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes Traumtor. Wir schauen uns noch mal die Entstehung des Tores an. So, da ist der Konter. Und dann ist dieser Volley natürlich richtig gut. Der Keeper ist machtlos. Den Ball hat er super getroffen. Sie treffen zum 3:3 und gestalten alles wieder offen. Sie lassen den Platz für die Flanke. So. Oh, da geht er vorbei. Sie können den Ball erstmal ablocken. Dieser Kopfball geht rüber, keine echte Gefahr. Gutes Pressing jetzt. Die Flanke jetzt. Ja, das sah sehr gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Guerrero. Abwehr klebt an ihm, aber dennoch gute Ballannahme. Chance jetzt zur Flanke. Frankfurt mit schönen Pässen jetzt. Aber jetzt ist der Ball doch weg. Da waren sie für einen Moment unkonzentriert. Schöne Aktion. Klasse gemacht vom Verteidiger. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Sie verlieren den Ball. Das könnte was werden. Gefährlich, keine gute Aktion. Das könnte sogar rot geben. Das Spiel ist so ausgeglichen. Jetzt mal gucken, inwieweit dieser Platzverweis in den Spielverlauf eingreift. Völlig korrekt, Wolf. Bisher gab es hier kein überlegenes Team. Und das ist natürlich jetzt die große Chance für die Mannschaft in Überzahl. Guerrero. Guter Vorstoß da jetzt. Und dann der Ballverlust, die Gefahr damit bereinigt. Es tut sich was im Borussia Park, nämlich ein Tor. Wir geben kurz ab ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für Arminia Bielefeld. Der neue Spielstand damit 1:1. Gespielt sind 77 Minuten. Interessante Info, Dankeschön dafür. Ja, man merkt, sie wollen den späten Siegtreffer. Aber dann kommt doch der Ballverlust. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Jetzt wäre der Platz auf außen da. Da hat er durchaus Optionen. Jetzt haben sie es. Das ist die Führung und so kurz vor Schluss müsste es das eigentlich sein. Ist das Tolle am Fußball. An guten Tagen haben auch die vermeintlichen Außenseiter ihre Chancen. Und mit diesem Führungstreffer könnte ihnen hier das ganz, ganz große Ding gelingen. Viel Zeit bleibt dem Gegner nicht mehr. Also die Zuschauer dürften Spaß haben. Wir sehen hier heute richtig viele Tore. Beide Teams offensiv voll da. Der Blick zur Uhr, noch 7 Minuten. Ja, das könnte ihre letzte Chance sein, hier zumindest noch auszugleichen. Frankfurt mit schönen Pässen jetzt. Aber dann können sie da doch nichts draus machen, Ball ist weg. Jetzt können sie vielleicht kontern. Tja, Ball wieder weg, da müssen sie einfach konsequenter sein bei so einer Konterchance. Das ist ein Foul, da muss er Freistoß geben. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Sehr gut. Der Unparteiische spricht zunächst mit ihm. So muss es sein. Er geht auf die Spieler ein.
sagt aber trotzdem ganz klar, was Sache ist. Und das ist wirklich fair, so weiß jeder Spieler ganz genau Bescheid. Die Riesenchance. Er macht tatsächlich sein drittes Tor heute. Wahnsinn. Sie hatten natürlich die Chance, diese Szene zu unterbinden, aber ja, dieser Befreiungsschlag ist zu schwach. Und dann darfst du dich nicht wundern, wenn der Treffer fällt. Das war dann schon eher eine Einladung. Fünf zu drei jetzt also. Ja, was ist denn hier heute los? Regulär sind es nur noch 60 Sekunden. So, wir haben den Schusspfiff in diesem Spiel. Uns erwartet heute ein echter Kracher. Ist ja auch kein Wunder, wenn die beiden aufeinandertreffen. Wir freuen uns hier auf RB Leipzig gegen Dynamo Dresden. Hallo und herzlich willkommen in der Red Bull Arena. Wir begrüßen Sie zum heutigen Spiel. Ich bin Wolf Fuß. Ich darf diese Partie mit dem Kollegen Frank Buschmann kommentieren. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. RB Leipzig gegen Dynamo Dresden. Tja, Wolf, das ist interessant, die beiden im direkten Duell zu erleben. Das könnte ein Highlight werden. Christopher Nkunku. Kerem Aznodoui. Ja, vielversprechender Steilpass, schöner hoher Ball. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Er entscheidet auf Freistoß und das ist eine gute Position. Das könnte die Führung werden hier bei diesem Freistoß. Kein Tor nach dem Freistoß. Der Torhüter hat ihn. Wenn wir uns die bisherige Saison ansehen, dann sind die Gäste das Team mit der schlechtesten Abwehr. Mit der schlechtesten Defensive gehen sie in diese Auswärtspartie, Wolf. Und das ist kein gutes Vorzeichen. Also, ob die heute was holen können, ich wage das mal zu bezweifeln. Dafür sind sie meist zu zurückhaltend. Da fehlt einfach das Selbstvertrauen, vor allem in der Defensive. Weiter am Ball, Abwehr findet kein Mittel. Ja, könnte was werden. Klasse Volley. Gefährliche Aktion, aber der Keeper ist da mit einem Hechtsprung. Super gemacht, da greift er ein, ist zur Stelle. Sie können sich auf ihn verlassen. Da reagiert er gut nach diesem Eckball. Das ist natürlich ein guter Pass. Der bringt den Steilpass, könnte gefährlich werden. Die Gäste machen es, da ist das 1:0, da ist der erste Treffer in diesem Derby. Da haben sie allen Grund zur Freude. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Nordi Mukiele. Rabiot. Schöner Angriff, da haben sie mehrere Optionen. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Jetzt haben sie den Ball verloren.
Marquis. Gut gemacht, da holen sie sich den Ball zurück. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Marquis. Marcelo Saracchi. Die Leipziger machen Druck. Da kommt die Hereingabe. Spielt den Ball. Könnte der Ausgleich sein. Oh, da können sie sich bei ihm bedanken. Was für ein Hechtsprung. Da zeigt er sein ganzes Können. Oh, das war gefährlich. Keine Frage. Gutes Timing vom Torhüter. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Und jetzt haben sie den Ball. Da zieht er ab. Gute Aktion vom Keeper. Hechtet da zum Ball. Sehr aktiv, sehr aufmerksam, sehr beweglich. Absoluter Rückhalt, so wie hier zu sehen. Gehalten. Szene geht weiter. Ganz stark. Super Parade. Ja, sie müssen natürlich ihre Chancen besser nutzen. Ist abseits. Da hat das Timing nicht gestimmt. Gute Aktion jetzt. Schöner Pass. Aber dann verlieren sie doch noch den Ball bei diesem Steilpass. Ja, ganz energisch geht er dazwischen. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Sie können über den Flügel kommen. Schöne Flanke auf den langen Pfosten. Ne, der Ball ist weg, es gibt Abstoß. Christopher Nkunku. Hartes Einsteigen, aber Vorteil, kein Pfiff. Spiel geht erstmal weiter. Sie sind weiter am Ball, Frage ist, wo ist die Lücke? Die Leipziger machen Druck. Ja, mit viel Übersicht. Kann er was draus machen? Macht er gut. Die gehen dazwischen. Ballverlust. Schönes Zuspiel hier. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. 2-0 steht es hier. Sie machen einen guten Eindruck. Nordi Mukiele. Er sieht das Foul, zeigt aber Vorteil an. Genau, richtig so. Das wäre eine völlig unnötige Unterbrechung gewesen. Christopher Nkunku. Kerem Aznodoui. Fairer Einsatz hier. Er hat Platz zum Flanken. Sie holen sich hier den Ball. Gefährlich! Schön, wie er diesen Ball abblockt. Marquis, der Anschlusstreffer. Jetzt weiter Gas geben. Dann können sie den Ausgleich noch schaffen. Jetzt steht es hier 2-1. Eine enge Kiste. Drei Treffer haben wir in Durchgang 1 gesehen. Es geht weiter mit der zweiten Hälfte, die Leipziger am Anschluss. Lindelöf. Nordi Mukiele. Leipzig über außen. Rabiot. Weg ist der Ball. Da lässt der Schiedsrichter erst weiterlaufen, aber dann entsteht kein richtiger Vorteil, also gibt es nun doch den Freistoß. Unnötiger Ballverlust.
Was macht er draus? Jetzt kann die Hereingabe kommen. Guter Pass, das wird geschossen. Der ist drin. Ausgleich. Ein ganz starkes Comeback nach 2 Toren Rückstand. Alles wieder offen hier. 2-2. Jetzt könnte es gefährlich werden. Aber jetzt ist der Ball weg. Da machen sie nichts aus dieser Szene. Christopher Nkunku. Kerem Hatsunodoi. Klasse Aktion, Ball ist weg. Das pfeift da ab, Handspiel. Sie werden hier wechseln. Keine schlechte Chance hier bei diesem Kopfball, aber die Abwehr ist natürlich da. Ja, da wird es eng. Sie sind da und dann kannst du den kaum besser machen. Der Ball kommt hoch rein. Und er schießt. Da ist das Tor. Sie haben die Führung. Und damit hat hier wohl überhaupt keiner gerechnet. Sie machen das klasse. Nochmal die Wiederholung des Tors. Zunächst die Flanke und dann macht das perfekt. Und zwar mit ganz viel Gefühl. Das traut sich nicht jeder. Viele würden einfach draufhalten. Das ist Esprit. Der neue Spielstand lautet hier also 3-2. Guadou. Jetzt lassen sie den Ball laufen. Rabiot. Gäbe jetzt durchaus einige Anspielstationen. Die Leipziger machen Druck. Chance zur Flanke jetzt. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Da können sie kontern. Pass wird abgefangen. Guadou. Dani Olmo. Und er geht an ihm vorbei. Weiter diese Szene, immer noch Gefahr. Schön dazwischen gegangen. Die Gäste liegen hinten, was den Ballbesitz angeht. Aber die Führung... Ah, jetzt könnte es eine gute Gelegenheit geben. Oh, gehalten. Unglaublich, was für eine Parade. Ecke in die Mitte. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Da oben, der fordert den Ball. Sie holen sich den Ball. Da haben sie jetzt einige Optionen. Da hat Gulaschi keine Probleme mehr. Daniel. Die RB-Fans hoffen auf den späten Ausgleich. Gut dazwischen gegangen. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Da ist er alleine durch. Die Chance. Unglaublich. Was für eine Parade. Den habe ich schon drin gesehen. Und dann dieser sensationelle Reflex. Ecke, gute Chance eigentlich zu erhöhen. Vorne der Ball gewinnen. Hereingabe auf den langen Pfosten. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Nicht gut verteidigt. Abseits, Buschi, und das sind so Szenen, die absolut vermeidbar sind. Ja, ja, Unordnung in der Mannschaft. Sie laufen aus dem Abseits zurück und dann dieser Pass, dieser schwache Pass. Also das geht besser. Enormes Laufpensum. Er geht hier weite Wege, um sich den Ball zu holen. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Da sind sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt.
9 Minuten sind hier noch zu spielen. Chance zum Konter jetzt. Ob er sich schlimmer verletzt hat, es wirkt zumindest so. Und jetzt versuchen sie es hier nochmal. Und direkt zurückgespielt. Daniel. Da kommt der Schuss. Schön abgeblockt. Dani Olmo. Kurz vor Spielende können sie hier fast den Treffer machen, aber einer hat was dagegen. Ja, er rettet sie erstmal mit dieser Riesenparade aus nächster Nähe. Es bleibt beim Spielstand. Guter Pass jetzt. Keine gute Aktion, deswegen hier der Pfiff. Schiri zeigt ihm Gelb. Er hatte einen guten Blick auf die Szene. Das geht, wie ich finde, in Ordnung. Sie können klären. So, Konterchance. Vielleicht jetzt. Das sieht vielversprechend aus. Mit tollem Timing gehen sie da dazwischen. Guter Einsatz von Lindelöf. Wir haben den Schlusspfiff. Die Gäste also gewinnen. Das ist natürlich ein guter Pass. Es ist klar, dass wir uns vor allem auf ihn konzentrieren. Denn für ihn ist das ja ein Duell gegen seinen Ex-Club. Jetzt erleben wir es live bei EA Sports. Wir begrüßen Sie herzlich zu diesem Spiel heute Abend. Und Sie sehen es ja, das Wetter hier ist richtig gut. Auf den Kommentatorenplätzen haben wir immer Wolfuß und Frank Buschmann Platz genommen. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Dynamo Dresden gegen Borussia Mönchengladbach. Also ich freue mich wirklich auf dieses Spiel. Das ist ein Duell, das es in sich hat. Diese Partie verspricht viel. Wird ein tolles Spiel. Das ist natürlich ein guter Pass. Hätte was werden können, aber da kommt der Lauf einen Moment zu früh. Und die Konsequenz heißt Abseits. Durchaus eine riskante Spielweise, dieses Lauern. Sie wollen diesen einen Schritt schneller sein. Das geht oft schief, so wie hier. Aber wenn es klappt, ja, dann ist die Chance da. Er geht dazwischen. Da hat er die Chance. Wichtig, dass er sich den Ball holt. Vogt. Und jetzt dieser tolle Steilpass. Könnte die Führung werden. Jan Sommer ist da. Das war natürlich eine super Parade. Gerade aus dieser Distanz. Was kann der Außenseiter jetzt hier aus dieser Chance machen? Oh, Pech. Der Ball geht neben das Tor. Da fehlt nicht viel. Ein super Kopfball. Macht alles richtig. Und ich glaube, alle hatten hier schon den Torschrei auf den Lippen. Daniel James. Und die Gladbacher kommen. Super Pässe da jetzt von Borussia Mönchengladbach. Da gehen sie dazwischen, Ball ist weg. Spielt den Ball direkt zurück. Chance zur Führung. Gefährlich. Oh, erst diese Riesenparade und dann ohne große Mühe. Er hat den Ball. Hat er wieder gezeigt, was er drauf hat. Rückhalt für die Mannschaft, auf ihn ist Verlass.
gefährlich. Da ist die Chance. Die Riesenchance aus nächster Nähe, aber Sommer verhindert das Tor, macht diese Gelegenheit zunichte. Rodriguez. Es gibt neue Infos zum Spiel in der Bayer-Arena. Wir geben rüber, es ist ein Tor gefallen. Wir haben hier das erste Tor für Leverkusen. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind 20 Minuten. Danke für das Update. Da kommt der Pass, aber abgefangen. Gut gemacht. Stindl. Gefährlich. Unfassbar. Der Pass. Ein überragendes Tor. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Diese herrliche Parade, jetzt noch diese sichere Aktion hinterher. Gute Szene. Da wissen Sie natürlich, bei wem Sie sich bedanken müssen. Sonderlob hier für den Keeper. Sie holen sich den Ballbesitz. Guter Pass jetzt. Jetzt mal die Gladbacher. Lars Stindl. Defensive ist gut organisiert, da kommen sie nur schwer durch. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Kann er was draus machen? Super Pässe da jetzt von Borussia Mönchengladbach. Kann den Ball halten, schön gehechtet, macht das unheimlich sicher. War nicht ungefährlich, aber das war eine tolle Aktion. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. Den Ball spielt er gut. Und Tor! Alles wieder offen! Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst der Steilpass und dann sehen wir, es wird eng, es ist kaum Platz da, aber er setzt sich trotzdem durch. Exzellent. Stindl. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Klasse Zuspiel, Steigespiel. Aktion geht weiter. Wahnsinn, direkt der nächste Treffer. Zwei Tore innerhalb weniger Minuten. Und schauen Sie sich diesen Jubel an. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und dann sind zwei Mann völlig frei vor dem Torhüter. Was will der da machen? Keine Chance. 2:1, hier ist noch alles drin. Rodriguez. Stindl. Da gehen sie dazwischen, Ball ist weg. Da können sie erstmal klären. Die erste Hälfte war spannend. Es ging. So, jetzt geht's hier weiter. Ja, die Gladbacher mit dem Anstoß. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist.
Flanke jetzt auf den langen Pfosten. Kein Problem für den Torhüter. Jetzt können sie den Konter ansetzen. Da kann sich was entwickeln. Achtung jetzt. Super Pässe da jetzt von Borussia Mönchengladbach. Ist es das jetzt? Was für eine Rettungstat, gehalten! Kurz ausgeführt. Auf außen ist jetzt Platz. Jetzt könnte die Flanke kommen. Gefährlich. Das hätte sein zweiter Treffer sein können. Aber der Keeper ist da. Gut gehalten. Jetzt bin ich gespannt, wie er die Ecke reinbringt. Das macht er sehr gut. Das gibt Einwurf. Ball ist draußen. Es gibt neue Infos zum Spiel in der Bayer-Arena. Wir geben rüber, es ist ein Tor gefallen. Wir haben hier den zweiten Treffer für Leverkusen. Torschütze ist Duvan Zapata. Das war ein schöner Kopfball. Und der Torwart, ja, der hat da keine wirkliche Chance. Der neue Spielstand heißt nun 2:0. Gespielt sind 56 Minuten. Danke vielmals für dieses interessante Update. So fangen sie den Angriff früher ab. Sehr gut. Die Gastgeber haben so ihre Probleme beim Ballbesitz. Aber das ist natürlich nicht die entscheidende Zahl. Entscheidend sind die Tore und da liegt man vorne. Das ist Effizienz. Er schießt. Gehalten, aber sie müssen weiter aufpassen. Super Parade. Also den hält nicht jeder. Das sieht durchaus vielversprechend aus. Gladbach bekommt hier den Freistoß. Wenn sie noch mal ins Spiel kommen wollen, müssen sie jetzt reagieren. Und das macht der Trainer auch. Er nimmt den Wechsel vor. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Sie können kontern. Fast schon leichtfertig vergeben diese Gelegenheit zum Konter. Es gibt hier Vorteil für Gladbach. Geht er rein? Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Gute Aktion. Ja, da war noch einer dran. Gibt Ecke. So, und jetzt reicht der Unparteiische dem Spieler noch die gelbe Karte hinterher. Er wollte einfach den Vorteil abwarten. Macht das genau richtig. Jetzt kommt die Ecke. Der Linienrichter hebt die Fahne abseits. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Und die Gladbacher kommen. Daniel James. Sie kommen, sie versuchen es. Noch liegen sie hier natürlich knapp hinten. Aber sie finden die Lücke einfach nicht und dann ist der Ball weg. Viel Platz für den Konter jetzt. Schön zugemacht, sie unterbinden diesen Angriff. Er hat den Ball. Gute Aktion. Da ist die Chance. Super Parade von Jan Sommer. Da sind hier alle begeistert. Was für eine Parade. Super, wie er den rausfischt. In der Bayer Arena hat sich was getan. Es ist ein Tor gefallen. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Wir haben hier den dritten Treffer für Leverkusen. Schütze des Tors ist Viktor Chigankov. Das Tor fällt nach einem abgefälschten Ball, ist ja auch immer Glück dabei in solchen Szenen. Neuer Spielstand damit also 3:0. Gespielt sind 78 Minuten.
Vielen Dank für das Update. Guter Steilpass hier, er spielt den Ball. Er kann diese Situation so gerade noch entschärfen. Da ist er einen Tick früher zur Stelle. Ha, das war knapp. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Den Ball spielt er gleich wieder zurück. War das eng? Und jetzt ist der Ball erstmal raus. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Ganz alleine. Geklärt, aber es gibt die Ecke. Beide Trainer reagieren. Sie bringen neues Spielermaterial. Jetzt die Ecke. Weiter diese Szene. Immer noch Gefahr. Die Hereingabe jetzt ins Zentrum. Chance über außen. Jetzt gibt er Freistoß. Da hat er erst noch den Vorteil abgewartet. Sehr gut. Der Unparteiische spricht zunächst mit ihm. So muss es sein. Er geht auf die Spieler ein, sagt aber trotzdem ganz klar, was Sache ist. Und das ist wirklich fair. So weiß jeder Spieler ganz genau Bescheid und ist sich der Konsequenzen bewusst. Das hat er gut gesehen. Handspiel. Das geht in Ordnung. Eindeutig mit der Hand dran. Jetzt könnte er die Flanke in den Strafraum bringen. Ein Tor jetzt nach der Ecke, dann ist das Ding durch. Wir haben den Schlusspfiff in diesem Spiel. Die Gäste haben diese...